So, und da sind wir wieder bei Let's Play Skies of Arcadia. Und wir haben hier aufgehört, auf dem Zug, wo uns Galzian verfolgt. Und wir müssen immer noch Fina retten, indem wir ganz nach vorne zum Zug laufen. Das kann noch eine Weile dauern, tatsächlich. Hoffentlich schaffen wir es überhaupt, bevor Galzian uns bekommt. Denn das wäre nicht schön. Denn den würden wir nicht besiegen können, wie ich schon erwähnt hatte. Ich hoffe, der Zug ist nicht mehr so lang, aber ich habe ihn sehr stark... Ja, das ist das Problem, dass durch die Zufallskämpfe zieht sich dieser Zug unglaublich. Ich glaube, wir sind noch mindestens 3 Zufallskämpfe vom Ende entfernt. Plus laufen. Ich kann mich auch täuschen, ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Es ist ja auch unterschiedlich, glaube ich. Ich glaube, hier sind ja auch, ist das auch alles Zufall. Obwohl teilweise, glaube ich, auf dem Zug ist das tatsächlich geskriptet. So ein bisschen Wandkämpfe ungefähr kommen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir sollten auf jeden Fall Wise gleich mal heilen. Dem geht's nicht mehr so gut, dem Lieben. Aber das können wir auch noch gleich machen. Das ist ja obwohl. Wir sollten theoretisch immer vollgeheilt sein, weil am Ende kommt wieder so eine Cutscene und direkt danach der Kampf. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit mehr zu speichern und sonstigem. Von daher heilen wir mal schnell. Am besten mit einem Sarg-Kristall oder so. Ja, komm. So. Und dann weiter. So, Galzian scheint es nicht eilig zu haben. Und da... Oh! Wir sind schon da. Das ist verwunderlich gerade. Haben wir echt im letzten Part schon so viel gemacht? So viel? Sind wir da schon echt so viel weitergelaufen? Hätte ich ja nicht gedacht. So, zack. Da sind wir sauer. Was? Ja, und Aika. Wer bist du? Ich? Ich bin Wise. Tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, Fina. Wir sind hier, um dich hier rauszuholen. Freches Ungeziefer. Erst müsst ihr an uns vorbei. Na dann mal los. Kein Problem. So, und der nächste Boss. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so ein Boss, tatsächlich. Obwohl, sollte ich am besten nicht sagen, sonst sterbe ich wieder. Ja, Fina gibt erstmal dumm um. Ja, gib mal ruhig um, keine Sorge. Alles gut. Sondern, ja, auch keine normalen Zufallskämpfe sind. Das ist schon ein bisschen mehr. Aber so schlimm sind sie auch nicht. So, wir gehen erstmal auf einem drauf. Oh, natürlich auch genau auf den, der Abwehrstellung macht, ne? Ja, jetzt piekst er uns erstmal mit seiner fetten Lanze. Das ist nicht gerade schön. Ach, warum muss ich denn den angreifen? Ich glaube, die machen auch immer bei Abwehrstellung, machen sie immer einen Gegenangriff. Das ist auch nicht gerade nett. Oder? Ist es nicht so gewesen? Ja. Wenn sie Abwehrstellung machen, dann machen sie immer einen Gegenangriff. Aber das schaffen wir schon. Wir greifen nochmal ihn an. Ich glaube nicht, dass er nochmal Abwehrstellung macht. Ja. Zack. Seht ihr, die Energie von denen geht relativ schnell down, ne? Die können sich halt nur heilen. Das ist das Ätzende. Und Aika zieht überhaupt nichts ab. Das ist echt seltsam. Also sie wird stärker, definitiv noch. Nur in diesem Kapitel, die erscheint sie echt noch schwach zu sein. Das ist so ein bisschen nervig, dass sie so wenig abzieht. So, dann machen wir mal einen Schwertwirbel. Oder wir wechseln mal die Waffenfarbe. Auf, ja, auch auf lila. Und er macht natürlich jetzt Abwehrstellung, ne? Ist ja klar. Ach, das ist nicht wahr, ey. Jetzt gerade, wo ich genug für Schwertwirbel zusammen habe. Mann. Und mach ihn platt. Zack, zack, zack. Und bam. Aber leider wird er nicht sterben. Er wäre gestorben, glaube ich, hätte er keine Abwehrstellung gehabt. Zumindest kann er keinen Gegenangriff bei einer Spezialattacke machen. Das ist doch immer gut. So, und jetzt heilt der Arsch den nämlich. So, und es war alles umsonst. Alles, wie ihr seht. Es war alles umsonst. Und genau das hätte nicht passieren dürfen. Und es wäre nicht passiert, wenn der dumme Arsch nicht in Abwehrstellung gegangen wäre. Und das ist das Ding, warum die nerven. Und man kann es halt leider nicht abstellen. Weil wir halt die Magie nicht umlenken können. Nur halt bei uns. Aber nicht bei den Gegnern. So, wir gehen weiterhin auf den. Greifen ihn einfach nochmal an. Und hoffen, dass es diesmal klappt. Das ist echt schlimm. So, und machen wieder Schwertwirbel. Zack. Und sie heilt.
Mit Sakri, sagen wir mal. Na, nein, okay, dann mit einem Sakris Kristall. Und zwar Eis. So, jetzt macht der Abwehrstellung, das ist nicht so schlimm. Oh, ihr Arschkriecher, ne? Oh, das ist... Was habe ich da gemacht? Wieso Magic Droplet? Ich wollte ein Sakris Kristall, du Schlampe. Mann, toll, ein MP ab. Das bringt's ja auch. Okay, das überspringen wir jetzt. Oh, das hat sich wieder genug verschwert, wir haben jetzt war schon wieder der Arsch da im Weg. So, dann machen wir jetzt Sakris Kristall auf Wise. Und jetzt heilen die sich mit Sakri wieder die Arsche. Na, das ist das Problem an diesem Kampf. Der ist echt ganz leicht nervig einfach nur. Nicht, weil sie stark sind, sondern weil sie sich ständig heilen. Und dadurch, dass sie so wenig Energie haben, heilen sie sich halt immer voll, wenn sie, sobald sie sich heilen. Wie jetzt schon wieder. Weil die haben, glaube ich, nur so 1000 oder so. Von daher, die haben nicht viel. Nur das Problem ist, wenn die immer wieder in eine Abwehrstellung gehen, wenn ich gerade Schwertwirbel mache, bringt das nichts. Okay. So, Schwertwirbel bitte. Nein. Greif an. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Here goes. Wir greifen erstmal ganz normal an. So, und werden jetzt einfach einen Lambda Burst draufhauen. Dann sehen wir die Lambda Burst Attacke auch mal. Das wird auch mal gar nicht so schlecht, die mal zu zeigen. So, er greift an. Und sie macht Lambda Burst. Auch eine sehr, sehr nette Attacke. Gefällt mir eigentlich. Ist eine meiner Lieblingsattacken tatsächlich. Generell von Aika, die Attacken. Zack! Ja, zieht leider nicht so viel ab. Allerdings, finde ich es trotzdem ganz nett. Da, da. Gerade bei ganz vielen Gegnern bringt das halt wirklich viel. Die mit dem scheiß Elektris, ne? Da, 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 da. So, und Angriff. Und sie heilt sich mit nicht dem Zeug, sondern mit Sakri. Er macht natürlich Abwehrstellung. Ich hoffe, der andere nicht. Nee. So, und der andere ist fast tot. Er ist fast tot. Er darf sich natürlich jetzt bloß nicht heilen. Ja, Musik ändert sich jetzt eh sofort wieder, sobald ich geheilt bin. Eigentlich. Oder auch nicht. Okay, dann nicht. Boah. Ja, Gegenangriff. Aber sie zieht halt so wenig ab, ey. So. Und dann nochmal Angriff. Und wir machen einen Angriff. Ja. Ach, bitte macht der andere jetzt nicht Abwehrstellung. Okay, nee. Ach, Aika. Warum kann die nicht etwas stärker sein? So, der erste ist tot. Und damit sind auch die ganzen Sakri-Heilungen jetzt hinüber. Weil der andere kann jetzt allerhöchstens nur noch sich heilen selber. Aber das wird er auch nicht mehr schaffen, denn wir machen Schwertwirbel und davon nix. Und die Pyri-Box. Und dann sollte er tot sein. Tatsächlich. Normalerweise schon vom Schwertwirbel. Nein? Okay, dann kommt jetzt noch die Pyri-Box und dann bist du tot. Hast du gehört? Bumm. Und zack. Da ist er weg. Sehr schön. So, dann hoffen wir mal, dass Galzian jetzt nicht gefolgt ist. Also jetzt noch nicht da ist. Und wir jetzt schnell mit Fina abhauen können. Das wäre nämlich ganz nett. Da -da. Ja, Level 11. Da, 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 da. Und 10 Magic Droplets. Das ist aber nett. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist, Fina. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Weiß. Aika. Wie seid ihr? Warum? Was meinst du wohl? Wir sind hier, um dich zu retten. Willst du sagen, ihr habt all das nur für mich gemacht? Wirklich, Fina. Wir sind Freunde. Wir hätten das nicht zugelassen, dass sie dich einfach mitnehmen. Ich danke euch beiden so sehr. Ehrlich, ich fürchtete mich so. Ich war ganz allein.
Ich hatte Angst, die würden mir wehtun. Danke, ich bin so dankbar. Ja, okay, es reicht jetzt. Wir werden ja schon rot hier, unfassbar. Jetzt ist alles wieder gut, Fina. Lass uns von hier verschwinden. Oh oh. Versucht es gar nicht erst. Was? Er hat uns gefunden. Ich bin Galzian, Lord der kaiserlichen Amarda. Du hast uns eine Menge Schwierigkeiten bereitet, mein Junge. Weißt du das? Und wie heißt du? Ich bin Weiss von den Blue Wooks. Ich dachte, sie wären der Typ, der die Straßenbahn säubert. Ah, also bist du derjenige, der Alfonso blamiert hat. Dieses Mädchen ist für euch Luftpiraten nichts wert. Übergebt sie mir. Ich garantiere euch, dass eure Leben und des Mädchens verschont werden. Abgemacht? Niemals. Und jetzt Fina wieder so. Sieh mal, wie dumm die guckt. Niemals. Ich weiß nicht, was ihr von ihr wollt. Ihr seid doch Velianer. Was immer es ist, es kann nichts Gutes sein. Glaubst du wirklich, dass du nach deinem Angriff auf die Armada von Velior als freier Mann davon fliegen kannst? Wir sind Luftpiraten, wir brauchen keine Erlaubnis. Wenn wir etwas sehen, das uns gefällt, nehmen wir es uns. Das ist sehr enttäuschend. Leider lasst mir keine andere Wahl, ich muss euch vernichten. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Oh. Die Little Jack. Da, 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 da. Ja, ballert die zu Tode, los! Aber trifft nicht uns, bitte. Hahaha. Zum Glück hat er genau gewusst, wo wir stehen. Tja, das war's wohl, Galzian, wa? Am Arsch mit Vernichten und so, ne? So, und jetzt lass uns schnell auf das Schiff. Ja! Du warst lange weg, Weiss. Wir dachten, wir kommen dich holen. Es war wohl gerade noch einmal rechtzeitig, wa? Fina, bist du okay? Ja. Thank you so much. Ich bin sehr dankbar, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt, um mich zu retten. Lass gut sein, Fina. Im Moment geht's uns allen gut. Spar dir die Gefühle so live für später. Sie hat recht. Wir können alle dankbar sein, aus Value herausgekommen zu sein. Captain, Notsignal! Sie schließen die Tore! Oh oh. Jetzt aber mal flott hier, nicht stehen bleiben. Wenn sich die Tore schließen, sind wir erledigt. Oh, was ist jetzt? Ja, natürlich, wir werden gleichzeitig noch abgeballert. Wollen die uns verarschen? Also wirklich. Wir werden angegriffen. Value-Schiffe genau vor uns. Sie blockieren den Eingang. Ach, wir müssen schnell handeln. Wir müssen die Blockade aufbrechen. Sieht so aus, als könnte ich die Harpoon Cannon früher ausprobieren als gedacht. Alle Mann auf Kampfstation. Stimmt, er ist ja extra nach Value gekommen, um seine Kanone da anzumontieren. Da sind wir ja mal gespannt, was das für eine Kanone ist, wa? Die Harpoon Cannon. Wahrscheinlich irgendetwas, was wie eine Harpune aussieht. Wir haben von den Kolosseumwächtern eine Warnung wegen euch Luftpiraten erhalten. Hier kommt ihr nicht durch. Das wollen wir ja sehen. Seht mal da vorne, da ist die Harpoon Cannon. Und wir können sie direkt einsetzen, aber wir haben nicht genug Fokus. Denn dafür brauchen wir 15 Spirit-Punkte. Daher werden wir fokussieren. Und dann werden wir uns schützen. Und wir werden uns nicht schützen. Wir werden nochmal fokussieren. Und eine Kanone abballern. Oder? Ja. Nein. Doch. Wir ballern eine Kanone ab. So, wie viel Fokus haben wir bekommen? 4, ne? Ja, okay, dann hätte ich doch ruhig eine Kanone ab. Ja, habe ich ja auch. Oder? Habe ich eine Kanone abgeballert? Ja.
Aber das geht ja, das zieht uns nicht viel ab, wenn sie uns überhaupt treffen würden. Da, 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 da. Okay, das gibt nur zwei, weil Alka das eingesetzt hat. Ich hätte es mit Drachma machen müssen. Wäre vielleicht cleverer gewesen. Naja. Kann man nichts machen. Ja, ihr mit euren scheiß Hilfskanonen und leckt mich doch. 1000, ey, dass ich nicht lache. Dafür haben wir jetzt die Harpoon Cannon gleich auf unserer Seite. Dann machen wir euch platt. Okay, so langsam tut das weh. Hört auf damit. Und zack. Oh, du bist so fett, ne? Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Mann, Junge. Die Harpoon Cannon verbraucht eine Menge Spirit Points beim Feuern. Außerdem kann man sie auch nur abfeuern, wenn das Ziel sich am richtigen Ort befindet. Also greift den Feind mit euren normalen Kanonen an und baut euren Spirit auf. Und wenn die Zeit reif ist, feuert ihr die Harpoon Cannon ab. Und das ist jetzt. Wir feuern die Harpoon Cannon ab. Und schützen uns einfach. Nee, komm. Ja, nee, können wir auch nicht machen. Ja, dann schützen wir uns. Bringt ja nichts. Oder fokussieren meinetwegen. Auch mit Eika und auch. Oh, was habe ich gemacht? So, Ausweichmanöver hier. Wie billig. So, und jetzt kommt gleich unsere Harpoon Cannon. Ja, 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 ja. Jetzt ist es soweit. Ach ja, schießt deine Hilfskanone meinetwegen nochmal ab. Jetzt seid ihr erledigt, meine Lieben. Bum, 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 bum. Oh, ja. Hört auf, uns abzuschießen. So, jetzt aber, oder? Ja. Oh, kostet das viel Spirit Points, ey. Yeah, habt ihr das gesehen? Pam! 11.710. Also das nennt man mal eine Kanone. Level 12. Da, da und ein Repair Kit erhalten. Yay. Das war wohl der letzte. Jetzt müssen wir nur noch durch dieses Tor durch. Ja, aber jetzt flott hier. Obwohl, ist ja noch offen. Obwohl. Weiß, es geht zu, beeil dich. Komm schon. Komm schon, Little Jack. Oh oh. Schneller, schneller, schneller. Ich möchte nicht zerquetscht werden, bitte. Und wir haben es geschafft. Es sah nicht gerade gesund aus, aber wir haben es geschafft. Zack. Und damit kommen die anderen natürlich auch nicht raus. Sie müssen erst wieder warten, bis das Tor geöffnet wird. Und bis dahin sind wir schon ganz woanders. Yay. Wuhu! Wir sind draußen. Endlich. Hurra, wir haben es geschafft. Yay! Echt, ich wusste, dass du es schaffst, Weiß. Du bist der Größte. Ja, sag einfach gar nichts. Ja, du auch nicht. Okay, schon in Ordnung. Da hast du uns gerade noch um Haaresbreite durchgeschleust. Vor einem Moment habe ich mir schon Sorgen gemacht. Wir können uns endlich von Valier verabschieden. Okay, lass uns nach Hause gehen, zu Pirate Isle. Okay, meinetwegen. Hab ich nichts gegen. Hört sich gut an. Da, 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 da. Oh, ist da jemand wütend? Ja, ich glaube, der, wenn wir den nochmal sehen, ne? Ich glaube, dann knallt's aber. Weiß, Alka, Captain Drachma.
Ich wollte euch nur sagen, wie sehr ich... Mach dir keine Gedanken. Die Velianer hatten ihre Mühe, dich zu kriegen. Es macht uns einfach Spaß, sie zu reizen. Weiß macht nur Spaß, Fina. Du bist jetzt unsere Freundin. Aber als wir dort waren, hätte ich gerne noch etwas mehr Beute eingesteckt. Schade, dass wir schon so bald wegfahren mussten. Was? Alka, du wolltest in Value bleiben, wir sind gerade noch so rausgekommen. Es ist die Pflicht eines jeden Luftpiraten, alles an Beute zu ergattern, was den Armen helfen könnte. Fina, ich wollte dich etwas fragen. Was ist das für eine Mission, auf der du dich befindest? Wonach suchst du und warum ist das Value Empire hinter dir her? Vielleicht können wir helfen. Okay, ich werde es euch sagen. Ich bin Silvitarin, ein Abkömmling der Silver Civilization. Silver Civilization? Vor hunderten von Generationen war die Welt in 6 Zivilisationen unterteilt. Jeweils eine existierte unter den Monden des Himmels. Grün, Rot, Blau, Purpur, Gelb und Silber. Jede Zivilisation machte sich die Macht ihres Mondes zunutze, indem sie lernte, Moonstones als Energiequelle zu verwenden. Die ganze Welt erfuhr eine technologische Revolution, aber die Technologie entwickelte sich schneller als die Leute, die sie handhabten. Der Anführer jeder Zivilisation wurde korrupt und ihre Ambitionen führten zum Krieg. Sie benutzten ihre Technologie, um Waffen herzustellen. Diese Waffen wurden Gigas genannt. Es waren gigantische, lebendige Waffen, die in der Lage waren, ganze Inseln zu zerstören. Von diesen Gigas habe ich schon gehört. Es gibt einen Riesen und einen Drachen. Ich habe aber immer geglaubt, dass das Ammann-Märchen sind. Ich hätte nie gedacht, dass sie wahr sind. Ach, Aika, sie sind nur zu wahr. Als die Ancient Civilization in den Krieg zogen, ließen sie die Gigas gegeneinander los. So viele Menschen starben. Dann ist etwas passiert. Der Rain of Destruction fiel. Niemand weiß genau, was ihn verursacht hat. Von jedem der 6 Monde fielen Moonstones. Sie fielen, so schien es. Für eine Ewigkeit. Tausende von Steinen fielen auf einmal. Wie ein stürmischer Regen. Es war fast so, als wollen die Monde sicherstellen, dass ihre Macht nie wieder missbraucht würde. Millionen kamen bei diesem Regen um. Die Steine zertrümmerten das Land und machten die Städte und den Erdboden gleich. Alle Ancient Civilizations wurden zerstört. Ich liebe die Melodie im Hintergrund übrigens. Es gab nur eine Handvoll Überlebende. Aber wenn es den Rain of Destruction nie gegeben hätte, hätten die Gigas die Welt zerstört. Jetzt gibt es Leute, die Gigas wieder zum Leben erwecken wollen. Meinst du, das Reich der Valur? Aber um die Gigas beherrschen zu können, muss man erst die Moon Crystals finden. Ein Moon Crystal ist eine hochkonzentrierte Form von Moonstone. Die ursprünglichen Moon Crystals, mit denen die Gigas kontrolliert wurden, sind über die ganze Welt zerstreut. Valua sucht nach diesen Kristallen, damit es die Gigas wieder zum Leben erwecken kann. Und deshalb entführte dich das Reich der Valua, um herauszufinden, wo sie versteckt sind. Ja. Ich wurde hergeschickt, um die Kristalle einzusammeln, bevor die Valuaner sie finden konnten und sie an einen Ort zu bringen, wo sie nie mehr benutzt werden können. Weiß, Aika, ich weiß, ich habe euch schon genug Umstände gemacht, aber ich möchte euch noch um einen Gefallen bitten. Ich möchte, dass ihr mit mir kommt. Helft mir, durch die Welt zu reisen und die Kristalle zu suchen. Bitte. Ohne mein Schiff kann ich das nicht. Und wenn Valua die Kristalle bekommt, ich darf gar nicht dran denken, was dann passiert. Lass uns das nur machen. Ich muss darüber nachdenken. Lass uns das nur machen. Zack! Hey, lass uns das nur machen. Wir gehen mit dir und finden die Kristalle. Tja, Weiß. Schätze, das ist deine Chance zu sehen, was hinter dem Horizont liegt. Stimmt, Aika. Vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, wenn ihr beiden mit mir kommt. Piu! Was? Huch? Weiß! Was war das für ein Geräusch? War das dein Magen? Oh, tut mir leid, schon gut, du kannst jetzt rauskommen. Hä?
Ah. Hallo. Piu. Was ist das denn für ein Ding? Wo kommt das her? Wie bitte? Sprich bitte unsere Sprache, wenn du mit uns redest. Ich habe es bei mir, seitdem ich ein Baby bin. Es ist von zu Hause. Es kann seine Form ändern und normalerweise legt es sich wie ein Armband um meinen Arm. Hey, das Ding ist eigentlich ganz süß. Wie heißt es denn? Er heißt Kupil. Komm, Kupil, sag allen guten Tag. Es ist so süß. Nett, dich kennenzulernen, Kupil. Also, Fina, wir haben eine lange Reise vor uns. Wir versuchen alles, um dir zu helfen, die Kristalle zu finden. Danke. Ich bin so froh, dass ihr mir helft. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Captain Dine, ob er uns wohl weglässt? Was macht ihr euch Sorgen? Selbst wenn er Nein sagt, gehen wir trotzdem. Okay, sobald alle fertig sind, fahren wir vom Untergrundhafen ab. Fina ist zu deiner Gruppe gestoßen. Du hast den Silver Moonstone von Fina erhalten. Und damit können wir jetzt auch silberne Waffen haben. So. Und seh mal, hier ist was. Nämlich so ein dummer Arsch. Zack. Den fangen wir doch mal schnell. So. Na, komm. Ja, Fina ist auch in unserer Mannschaft. Hat allerdings, wie ihr gesehen habt, Level 1. Ja, ernsthaft. Sie hat Level 1. Richtig schlimm. Und warte mal, wo sind wir? Och nein. Wir sind hier. Okay, und damit soll der Part auch schon Ende sein. Ich meine, er war lange, 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 lange genug. Tatsächlich. Ging aber halt nicht anders. Und ja, ich gehe jetzt noch zum Speicherpunkt hier an dem Haus. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir zum Untergrundhafen gehen. Da hoffentlich die Erlaubnis bekommen, dass wir jetzt mit Fina auf Weltreise gehen dürfen, um die Kristalle zu suchen. Und ja, ab dahin geht jetzt eigentlich die Story richtig los. Das andere war ja jetzt alles vormäßig. Und jetzt ist halt quasi Party zusammen und jetzt geht's auf große Weltreise endlich. Es wird also endlich spannend mit ganz vielen schönen Dungeons, mit ganz vielen Rätseln, die nicht mehr so tunnelartig sind wie jetzt in Valuar die ganze Zeit, sondern wo man auch wirklich mal eine Ruine oder so durchsucht. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne? Bye bye und tschüss!